Am Stand von FCA, Fiat Chrysler Automobiles, geht's eigentlich um Jubiläen. Denn unter anderem feiert die Marke Fiat hier ihren 120. Geburtstag. Passend zum 120. Geburtstag von Fiat gibt es hier die Sondermodelle des Fiat 500, 500X und 500L. Und die liefern nicht nur besondere Exterieurfarben, sondern auch eine besondere Ausstattung. Aber viel wichtiger ist, Fiat hat auch eine echte Weltpremiere mitgebracht. Passend zum 120. Geburtstag von Fiat gibt es ein Sondermodell, ein Konzept. Klaus, was genau macht dieses Auto aus? Der Fiat 120 120 zelebriert den Geburtstag von Fiat. 120 Jahre Fiat. Fiat eine Marke, die für Mobilität, für Demokratisierung der Mobilität steht. Und deshalb haben wir ein Fahrzeug, ein Konzept geschaffen, das diese Core-Botschaft vermittelt, die Demokratisierung der Mobilität. Ein Fahrzeug, das voll elektrisch ist, aber die Reichweite sich auf den Bedarf des Kunden anpassen lässt, zwischen 100 Kilometer und 500 Kilometer. Die Ausstattung des Interieurs, 2 Sitze, 3 Sitze, 4 Sitze, 3 Sitze mit Babysitz oder mit einem kleinen Koffer, Compartment oder für das Haustier. Das Fahrzeug lässt sich also in vielen Aspekten auf den Kunden zuschneiden und auf dessen Lebensstil. Wir verkaufen also nicht das Fahrzeug an den Kunden, sondern der Kunde bekommt von uns eine Hülle, eine Box bekommen, die der Kunde dann nach seinen Bedürfnissen ausstatten kann mit unheimlich vielen cleveren Ideen. Der 124 Spider Rally Tribute soll erinnern an die Erfolge von Abarth in der letzten Saison. Das waren einige. Viel wichtiger ist aber, Abarth feiert hier in Genf auch seinen 70. Geburtstag. Und dafür gibt es ein anderes, sehr spezielles Modell. Der Abarth 595 SCS ist im Grunde genommen eine Hommage an das Tuning-Kit von Abarth aus den 1960er Jahren. Und dieses Sondermodell hier, der hat nicht nur zum Beispiel eine Brembo-Bremsanlage an Bord und ein wirklich richtig schönes Interieur. Er hat außerdem auch noch den stärksten Motor, den wir jemals in einem 500er gesehen haben, nämlich schlappe 180 PS. Kaum eine andere Marke hat eine solche Motorsport-Historie wie Alfa Romeo. Und nach vielen Jahren der Abstinenz gibt es jetzt auch endlich wieder einen italienischen Fahrer in der Formel 1. Und wo sollte er sonst fahren als im Alfa Romeo Racing Team? Und passend dazu gibt es bei Alfa Romeo jetzt Sondermodelle. Die heißen Alfa Romeo Racing und die gibt es für die Giulia Quadrifoglio und auch für die Stelvio Quadrifoglio. Aber viel wichtiger für mich ist, Alfa Romeo hat hier zur Messe nach Genf auch ein ganz spezielles Konzept mitgebracht. Etwas, auf das Alfa-Fans schon etwas länger warten. Für mich eine Riesenüberraschung ist, ich darf ein neues Konzept sehen von Alfa. Klaus, ich denke mal für euch ein Riesending. Was sind deine Topics bei dem neuen Design? Naja, es ist natürlich unser zweiter SUV nach dem Stelvio. Und wir sind der Versuchung widerstanden, dass wir einfach nur das Design vom Stelvio kopieren. Stattdessen haben wir wunderschöne Designelemente hier im Tonale. Die Linie vom GT Junior von 1963. Diese dreifach Frontleuchte mit Lasertechnologie, natürlich den Scudetto, also unheimlich viele Elemente aus unserer Historie, aber verbunden mit Technologie. Und so bauen wir diese Brücke zwischen Vergangenheit und in Wirklichkeit der Zukunft mit dem Tonale. Wenn wir das Auto jetzt hier sehen, ich warte ja eigentlich immer drauf, dass unterhalb des Stelvios was kommen würde. Wie nah ist sowas für euch an der Möglichkeit, ein Auto wirklich zu bauen? Und was für eine Zeitachse würde da dranhängen? Also es ist natürlich nur ein Konzept. Wir haben also über Zeit und Powertrains und Release und so weiter noch nicht gesprochen. Aber es ist natürlich, wenn man sich das Fahrzeug anschaut, sieht man, dass das Fahrzeug keine Utopie ist. Sondern wenn wir ein Konzept machen, ist es für uns natürlich sehr wichtig, etwas zu kreieren, was theoretisch auch machbar wäre. Und wie viel Prozent, sagen wir mal, Alfa Romeo steckt in dem Auto? 100%. Für uns ist dieses ein Kern Alfa Romeo. Natürlich kann man sagen, es ist ein SUV, kann das Alfa Romeo sein. Alfa Romeo beschränkt sich nicht auf bestimmte Fahrzeugklassen, sondern Alfa Romeo ist über das Fahrerlebnis und natürlich über das wunderschöne italienische Design. Handmodellierte Flächen mit wunderschönen Übergängen, man schneidet sich nicht die Hand beim Autowaschen und trotzdem aber gespickt mit Elementen aus der Vergangenheit, wie die Telefonscheibenfelge, aber auch mit neuen Ideen für die Zukunft. Ob das die Frontleuchten sind, die Heckleuchten oder viele, viele Elemente im Interior, die wirklich zeigen, wie wir uns die Zukunft für Alfa Romeo vorstellen.
Auch bei Jeep hat jetzt die Elektrifizierung angefangen, denn hier in Genf stehen jetzt zwei Modelle, und zwar der Compass und der Renegade, als Plug-in-Hybride. Das Interessante bei den Autos ist, hier arbeitet der Antriebsstrang mit einem 1,3 Liter Benziner gekoppelt mit einem Elektromotor, und das sorgt hier bei den Fahrzeugen für maximale Systemleistung von 240 PS. Aber viel wichtiger ist, die Fahrzeuge können auch bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahren, und der CO2-Ausstoß, der soll im Mittel bei nur 50 Gramm pro Kilometer liegen.